ist sehr, sehr wichtig. Weil ansonsten kommt man an den Stellen halt nicht weiter. Das ist schon kacke. Und Sprung. Und E drücken. Und na komm. Also wie gesagt, ich kann Tomb Raider nur weiterempfehlen. Also mir macht Spaß. Anderen Leuten garantiert auch. Achso, nach unten. Ja, dann kommt noch so ein kleines Quicktime-Event. Und da rüberspringen. Da unten hat man beispielsweise so eine komische silberne Marke. Die ich aber... Ja, hätte man jetzt hier mit Q-Magnethaken hin, zurück, hätte ich. Ja, und ich atme noch. Also, es gibt auch viele Möglichkeiten. Man muss natürlich auch sehr, sehr viel überlegen. Das könnte jetzt vielleicht ein Problem für manche sein. Achso, genau. Runterklettern. So. Da muss man jetzt ein bisschen tiefer. Das wäre sonst zu... Ja, zu tief. Wird sich Lara halt wehtun. Und da ist natürlich für unser... Für unsere, Lebensanzeige auch nicht so prickelnd. So. Kleinen Leo... Jaguar nehmen wir da unten auch gleich mal mit. Ja. Stoß mich weg, du Scheißvieh. Spielzeit habe ich mal nachgeguckt, irgendwie so 7 Stunden oder so. Glaube ich. Ah, okay. Das war der Müll. Man muss hier ranspringen. Und dann wird man halt so durchgeführt. Das ist das Zentrum des finsteren Imperiums. Von all dem steht nichts in den Büchern, aber ich denke, die Teile hatten einen zeremoniellen Zweck. Wenn das so ist, möchte ich die Zeremonie lieber nicht sehen. Dass man da halt, man muss. Ach nee, von da komme ich ja. Moment. Nee, gar nicht. Ich komme von da oben. Ich muss den in der Mitte. Nee, wie muss ich denn da nochmal dran springen? Super. Fände ich, wüsste, wie ich da nochmal dran springen musste. So. Gleich weiter? Nee. Das war auf jeden Fall irgendein Problem, dass man denn wieder irgendwie zurückspringen musste. Oh, hier habe ich auch damals sehr lange dran gehangen. Mein Headset ist aber an, ja? Ja. Muss ich da Dingens machen? Nee. Denn wir zurück. Ne. Kurz mal Fernglas nehmen, mal kurz mal Lucky Lucky machen. Was hier so abgeht. Da ist nichts. Von da oben kam ich. Halt. Ihr wart mit E. Kurz mal hier durchchecken. Mit dem RAD-Modus. Wie gesagt, also die hier im Dingens. Manche sind recht schwer. Manche sind auch wieder... Bam, bam, bam. Ich kann wieder nicht reden. 1, 2, 3. Manche sind recht einfach und manche sind auch wieder recht simpel gebaut an sich. Lass mal los. Ich würde ganz gerne mal in die Richtung. Komme ich auch. Ich komme immer auf gleich hinaus. Ich muss immer in die Mitte springen. Ob jetzt nur jetzt geradeaus? So. Springe ich dahin. Aber ich kann ja nicht wieder zurückspringen. Das ist ja ein Problem. Nee. Oder hab ich das... Ah, Moment mal. Ich glaube, ich habe das einfach nur falsch eingegangen, ne? Weil ich muss da ja hoch. Denn da... Ich bin so bedeppert. Ich war doch schon da dran, ne? Mann. Man sollte auch mal die Idee komplett weiterdenken. Ich Vollidiot. Ja, ihr habt jetzt schon wieder die Garantie gesehen, ne? Oh, das ist nämlich auch manchmal ein Problem. Ich denke einfach... Ups. Ich denke einfach diese Rätsel manchmal nicht zu Ende. Probier ich... Hä? Hau doch gar nicht so hin. Und die Risse habe ich an sich auch nicht wirklich wahrgenommen. Sagen wir mal hoch. Sagen wir mal so. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich doch da denn komplett lang muss. Komm.
So, jetzt müssen wir einmal nach... Nee, hoch nicht. Wir müssen nach... Mann! Nach hinten springen. Hoch. Oh. Nein. Wir müssen eigentlich nach hinten springen. Eigentlich. Man kann natürlich auch Klimmzüge machen. 1 und 2 und 3 und 4 und nicht. Hä? Warum klappt das jetzt nicht? Hier fallen lassen ist an sich purer Bullshit. Weil wir hätten eigentlich nach hinten springen müssen. Ich weiß aber nicht, warum das denn jetzt nicht funktioniert. Hm. Nee, nach oben springen? Nee. Wir müssen eigentlich nach hinten denn springen? Wieso? Wieso kann ich denn hier, habe ich jetzt hier keine Auswahloption? Wo ist das Problem? Lass dich mal fallen. Weil wir es so machen müssen. Mann! Manchmal denke ich echt zu kompliziert. Das geht mir jetzt schon nicht auf die Ketten. Na egal. Das werdet ihr noch öfter überlegen. Überlegen vor allem. Erleben, wollte ich gerade sagen. Upsa und Sprung. Ich bin der Meinung, dass man noch irgendwie hier rennen kann. Nö. Na egal. Und da haben wir auch schon... Erstes Levelende, glaube ich. Lara, hast du etwas für das Feuer gefunden? Lara, was? Nein, zurück! Großer Gott, was ist das? Da ist etwas im Licht. Bleib hier. Was? Wer bist du? Was? Was ist mit meiner Tochter? Sie hat es nicht böse gemeint. Tu ihr bitte nichts. Lara Croft! Ich hatte gehofft, Sie kennenzulernen. Ganz ruhig. Wir wollen nur reden. Ich bin ganz Ohr. Haben Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Und Sie haben keinen Teil. Amanda sagte, dass Sie schlampig sind. Sie hätten in Paraíso besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraíso? Das Gespräch ist beendet. Ja. Wir müssen nämlich jetzt ganz schnell rüberrennen. Glaube ich, dass das so war. Und boppa. Natürlich haben wir wieder ein paar Gegner. Ich werde mal swippen. Dann haben wir ein bisschen größere Chance, da fix mal die zu töten. Und natürlich um weniger Lebensverlust. Das Gute ist, das automatische Zielen, ohne Scheiß.
Zack. Na komm, stirb jetzt. Ein bisschen Muni hier einsammeln. Ups. Na komm her. Kurz mal nachladen. Achso, da ist der scheiß Bastard. Es gibt mehrere. Du hattest recht, Vater. Wie war das? Keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben noch was zu erledigen. Das heißt, wir leben noch. Das klingt doch richtig gut. Jo. Das war das erste Level. Glückwunsch, Sie haben einige geheime Objekte freigeschaltet. Werfen Sie im Extras-Menü einen Blick auf folgende Belohnung. Zwischensequenzen, die man eben gerade erhalten hat. Sie haben ein Zeitspiel freigeschaltet. Wählen Sie im Hauptmenü Level LAN und aktivieren Sie den Schwierigkeitsgrad Zeitspiel, um den Modus zu starten. Zeitspiel, um kurz zu erläutern, bevor ich weitermache, ist halt ein Modus, wo man halt die Zeit schlagen muss. Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, bewältige das Level in 5 Minuten. Beispielsweise. Dann hast du so und so diese Trophäe, blablabla. Aber unnötig, mache ich nicht. Da haben wir jetzt benötigte Zeit, 37 Minuten. Und so weiter und so fort. Und ja, weiter. Da haben wir jetzt ein anderes Kostüm. Schwierigkeitsgrad kann man immer noch so lassen. Und wir gehen natürlich weiter. Okay, wer war das? Du hast von den Rutlands gehört, oder? Tja, das war der jüngste Sohn des US-Senators James Rutland. West Point-Absolvent. Viel mehr hat er nicht gemacht. Zeig mir das Filmmaterial. Willkommen, Lady Croft. Muss Ihr Handgepäck geleert oder gefüllt werden? Winston, sehen Sie sich das an. Es ist fast identisch, nur anders aufgebaut. Identisch? Womit? Mit etwas, das ich mal in Nepal gesehen habe. Weit entfernt von irgendwelchen Inkas. Ah, und Sie glauben, es ist ein Fragment des Schwertes. Was für ein Schwert? Eher von einem weiteren Schwert. Sip, finde möglichst viel über diesen Rutland heraus. Ich will wissen, wo er sich im Moment aufhält. In Peru? Er hat Paraíso erwähnt. Er hat angedeutet, es gebe dort Informationen über die Artefakte. Er sagte, du warst in Paraíso. Was ist dort passiert? Und wer ist Amanda? Alles da? Sieh dir die Bilder an und finde einen Zusammenhang. Sip? Ruf Anaya an. Sag ihr, wir treffen uns Samstagmorgen in Paraíso. Die scheinen sich zurzeit über Besucher nicht gerade zu freuen. Wer ist denn hier? Wir sind die Zähne bewaffnet. Ich bin eben immer gern gut vorbereitet. Was von Anaya gehört? Sie hat gesagt, sie erwartet dich an der Statue am Marktplatz. Da sind wir wenigstens ungestört. Jo, um kurz mal, halt, mal auf die Waffen zu kommen. Das sind, ist eine HK oder zwei HK-45, HK-USP-45 Match. Vorne mit, Kompensator dran und, ja. Ich würde sagen, das war's erst einmal. Ja, wir haben auch eine Dingensanzeige, wenn wir speichern. Wir haben jetzt mit dem ersten Level 10% geschafft. Knapp 40 Minuten haben wir gebraucht. Und ja, ich würde doch erstmal dann kurz sagen, das war es erstmal für die erste Aufnahme. Das sind ungefähr 3 Parts. Jetzt, wenn ich fertig bin, noch 45 Minuten. Tomb Raider kann ich bis jetzt, also jetzt schon mal empfehlen, wer so ein Action-Adventure-Spiel, so ein Action-Abenteuer-Spiel haben möchte, kann ich Tomb Raider definitiv empfehlen, vor allem das Neueste, das soll ja richtig geil sein. Habe ich aber bis jetzt noch nicht angespielt. Und ich glaube, dieses Jahr oder nächstes Jahr soll sogar noch ein neueres Tomb Raider rauskommen. Bin ich der Meinung. Es gibt übrigens noch so als kurzen Hinweis für euch 2 Tomb Raider, also Lara Croft Tomb Raider Filme mit Angelina Jolie. Die kann man sich natürlich auch angucken. Und ja, die sind auch super gemacht und es wird gemunkelt, dass sogar ein dritter Tomb Raider Film rauskommt mit Allison Carroll. Ja,
Wann der rauskommt, vielleicht, ich denke mal, so wie es gemunkelt wird, Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Aber das war's. Ihr könnt ja mal unterschreiben, wie ihr selber Tomb Raider findet, wenn ihr es schon mal gespielt habt oder halt, wie ihr euch der erste Eindruck gefallen habt. Ihr könnt natürlich ganz gerne, super gerne das Kommentar unterschreiben, worüber wir gerade gesprochen haben. Und natürlich ganz gerne mit einem Däumchen nach oben. Das würde mich sehr freuen, dieses Feedback halt zu sehen, weil ja, dieses Feedback, das macht, freut einen immer und spornt immer wieder an, was Neues zu machen. Und ja, ich bin dann erstmal raus. Ich bin Adlerwache 1993 und sage dann bis dann und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute.